Wie würdest du dieses Wort auf Spanisch aussprechen? Falsch wäre Euro. Wie würdest du dieses Wort auf Spanisch aussprechen? Falsch wäre Sofa. In dieser Lektion werde ich dir 15 Wörter zeigen, die die meisten deutschsprachigen Spanischlerner falsch aussprechen. Und ich werde dir auch die Regeln erklären, warum es falsch ausgesprochen wird. Das Tolle am Spanischen ist, dass es wirklich Ausspracheregeln gibt, durch die du immer weißt, wie ein Wort ausgesprochen wird. Es ist nicht so wie im Englischen, dass man einmal red mit E schreibt und red mit EA. Man spricht es gleich aus und schreibt es unterschiedlich, sondern im Spanischen hat wirklich jeder Buchstabe, jede Kombination und jeder Akzent immer dieselbe Bedeutung. Und das ist das Tolle, denn wenn du die Regeln einmal kannst, dann kannst du jedes x-beliebige, auch fremde Wort, das du noch nie gesehen hast, richtig aussprechen. Und das werde ich dir in dieser Lektion beibringen. Bleib bis zum Ende dabei, damit du wirklich weißt, wie man den Euro auch auf Spanisch richtig ausspricht. Bienvenida al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Antes de empezar, por favor, cuéntame en la sección de comentarios cuáles son las palabras españolas que más te cuestan pronunciar. Welche spanischen Wörter fallen dir in der Aussprache am schwersten? Welche Wörter hast du schon gesehen, wo du dachtest, oh Gott, keine Ahnung, wie man das ausspricht? Oder welche machst du immer wieder falsch? Schreib das sehr gerne mal in das Kommentarfeld, denn ich erlebe das immer wieder, auch in der Schule. Ich war ja eine Weile am Gymnasium als Lehrerin. Ich habe es ganz oft erlebt, dass wir Deutschen dieselben Fehler machen. Wir sprechen die gleichen Wörter gleich falsch aus. Das kommt einfach daher, dass wir dieselben Ausspracheregeln aus unserer Muttersprache mitbringen und einfach stupide dieselben Regeln in andere Sprachen übertragen. Aber andere Sprachen, andere Ausspracheregeln. Und deswegen lass uns starten mit den 15 Wörtern, die vielleicht auch du falsch aussprechen würdest. Número uno. Ganz viele Deutsche neigen dazu zu sagen adios. Adios. Mit Betonung auf dem I. Aber wir haben bei adios einen Akzent auf dem O. Und deshalb müssen wir das O betonen. Adios. Adios. Okay, das ist ein häufiger Fehler. Immer, wo ein Akzent steht, ist die Betonung im Spanischen. Ohne Ausnahme. Deshalb gibt es den Akzent. Weil wenn es den Akzent nicht gäbe, müsste man laut Regel bei Wörtern, die auf Vokal N oder S enden, die vorletzte Silbe betonen. Und dann wäre es adios. Damit man aber genau das nicht macht, schreibt man den Akzent auf das O. Also musst du es auch dann richtig aussprechen und adios sagen. Ganz wichtig, repite. Adiós. Muy bien. El zapato. Viele neigen dazu zu sagen el zapato, wie ein S, das Ganze auszusprechen. Aber, nächste Regel, im Spanischen wird ein Z gelispelt, wie ein TH. Zapato. Und zwar egal, welcher Buchstabe danach kommt. Ein Z wird immer gelispelt. Ein S allerdings nicht. Also Vorsicht, das nächste Wort, das birgt so mehrere Gefahren mit sich. Einerseits ist es so, dass manche versehentlich das S lispeln, was man im Spanischen nicht macht. Und aber auch passiert es häufig, dass manche sagen la casa, la casa, ein weiches S. Merkt ihr unbedingt, im Spanischen wird ein S immer scharf ausgesprochen. La casa, casa, casa. Nicht casa, sondern casa. S ist immer ein scharfes S. Das C, das birgt nochmal andere Gefahren mit sich. Si sueles hacer deporte, necesitas esa palabra. El Gymnasio, no. Por favor,
No digas el gimnasio. Viele neigen dazu zu sagen gimnasio. D-S-C-H ist hier aber falsch. Das G vor I oder vor E wird gesprochen wie ein CH. El gimnasio. Gimnasio, das Fitnessstudio. Gimnasio. G vor I und G vor E. Wenn es aber vor A, O und U steht, dann wird es wie ein normales deutsches G ausgesprochen. El gato, die Katze. Vor E und I, aber als CH. Gimnasio. Okay, es muss im Hals kratzen. Número 5. Por favor, no digas México. ¿Cómo se dice en español? México. México. Das X, und das ist aber eine Ausnahme bei diesem Wort, das X wird als CH ausgesprochen. México. Das Wort Mexiko ist also wirklich eine Ausnahme, dass man hier das X wie ein CH ausspricht. Zum Beispiel bei Maximo, da spricht man das X ganz normal als X aus. Das ist einfach ein Eigenname. Bei Eigennamen kommen mal Ausnahmen vor, aber ansonsten kannst du dich wirklich auf diese Regeln immer verlassen. Ich zeige dir gleich noch weitere. Ganz kurzer Einschub, wenn du nicht nur diese Ausspracheregeln lernen möchtest, sondern wenn du beispielsweise auch das rollende R im Spanischen können möchtest, damit du auch wirklich wie ein Muttersprachler klingst. Und wenn du auch sagst, ich möchte auch nicht nur die Buchstaben, sondern auch die Wörter und ganze Sätze richtig aussprechen können, wie hängt das alles miteinander zusammen, dann melde dich unbedingt für die Vamos Akademie an. Die startet am 15.04. Da nehme ich neue Teilnehmer auf und da ist ein kompletter Aussprachekurs dabei mit Aussprachetabelle, mit mehreren Videos, in denen ich dir nochmal die gesamten Regeln beibringe und natürlich auch die spanische Grammatik von A bis Z, von deinem allerersten Wort bis hin zum Niveau B2. Und ich nehme nur zweimal im Jahr neue Teilnehmer auf, deswegen verpasst diesen kurzen Zeitraum nicht. Du hast nur eine Woche die Möglichkeit, dich anzumelden. Und diese Woche startet am 15.04. Wenn du allerdings auf der Warteliste stehst, das heißt mir schon signalisiert hast, ich hätte Interesse daran, dann bekommst du von mir schon ein bisschen früher eine E-Mail und kannst dich auch schon ein paar Tage vorher anmelden und dann mit mir die spanische Grammatik von A bis Z gemeinsam durchgehen, inklusive Aussprachekurs. Du kannst einmal hier oben dich auf die Warteliste schreiben, die ist auch unverbindlich und kostenlos. Oder du gehst auf die Kanalseite von Vamos Español, klickst auf den blauen Link oder auch in der Textbeschreibung dieses Videos findest du den Link zur Vamos Akademie. Und dann freue ich mich sehr auf eine spannende Spanischreise mit dir. Continuamos con estas palabras. ¿Cómo se pronuncian correctamente? Was denkst du? ¿Qué piensas tú? Wie sprechen die meisten dieses Wort aus? Die Gitarre auf Spanisch? Viele sagen fälschlicherweise la guitarra. Das ist falsch, denn die Kombination G-U-I und G-U-E sorgen immer dafür im Spanischen, dass man das U nicht ausspricht. Also la guitarra. La guitarra. Genauso eben zum Beispiel der Krieg, la guerra, la guerra. Das U wird nicht ausgesprochen, wenn wir die Kombination G-U-I oder G-U-E haben. Die meisten sagen el sofa, weil sie das im Deutschen eben auch so aussprechen. Aber hier kommen wir wieder auf die erste Regel zurück. Wie muss es lauten? Du weißt es inzwischen schon besser. El sofá. El sofá. Muy bien. Die Betonung auf der Silbe mit Akzent. Por favor, no digas el alcohol. Es falso. Sag nicht el alcohol. Das H ist im Spanischen immer stumm. Also sagen wir el alcohol. El alcohol. Das H wird im Spanischen nicht gesprochen.
Bestimmt kennst du dieses Wort und weißt auch schon, welchen Fehler viele dabei machen. Viele sagen Mallorca, wenn sie das R rollen können. Mallorca. Das ist falsch, denn Doppel-L wird im Spanischen wie ein J ausgesprochen. Mallorca. Mallorca. Es muy importante saber decirlo correctamente. Mallorca. Doppel-L wird wie ein J ausgesprochen. Siente. Viele sagen hier, und zwar genau das Umgekehrte, Alquilar. Alquilar. Sie sprechen versehentlich das L, das einfache L, wie ein J aus. Das ist aber falsch, denn ein einfaches L wird ganz normal wie ein L im Deutschen ausgesprochen. Alquilar. Alquilar. QU als K übrigens, weitere Regel. Alquilar. QU immer ein K. Muy bien. Seguimos con estas palabras. ¿Sabes pronunciarlas bien? Muchos estudiantes dicen mejor, pero es falso. Wir haben hier ein Y. Und Y wird gleich ausgesprochen wie Doppel-L, also wie ein J. Entonces se dice mayor, mayor, mayor. Das nächste sprechen viele aus folgendermaßen. La cucina. Italienisch, andere Sprachen haben hier auf jeden Fall einen Einfluss. Richtig wäre la cocina. Also wir haben hier kein U, sondern ein O. La cocina. C vor I und vor E wird gelispelt. Cocina. Nicht tsch, sondern th. Man merkt einen kleinen Unterschied, ne? Cocina. No, 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 no. Cocina. Cocina. C vor I und C vor E werden gelispelt im Spanischen. Aber nicht vor O und U, deswegen co. Vor O und U und auch vor A spricht man das C wie ein K, aber vor E und I wird es gelispelt. Deswegen co, aber fi. Das ist das Zeichen fürs Lispeln, wie ein englisches TH. Cocina, la cocina. ¿Está claro? Muy bien, continuamos. El perro. Da musst du wirklich aufpassen, weil es gibt dasselbe Wort auch mit einem R. Bedeutet dann nicht Hund, sondern aber. Deswegen wird es unterschiedlich ausgesprochen. Mit zwei R müssen wir auch wirklich stärker rollen. El perro. Perro. Mit einem R rollen wir viel sanfter. Pero. Pero. Perro, pero. Und da musst du unterscheiden, denn das kann sonst etwas anderes bedeuten. Was denkst du, welcher Fehler passiert ständig bei der Zahl 4? Viele tendieren dazu, es folgendermaßen auszusprechen. Quattro. Das ist falsch. Wir haben hier nirgends ein W, sondern wir haben hier ein U. Achte also darauf, dass du wirklich sagst cuatro, cuatro, nicht cuatro. Kein W, keine Zähne sind auf der Unterlippe, sondern cuatro. Da musst du drauf achten, das machen ganz viele falsch. Bitte kein W einfügen, wo keines ist. Ja, oder? Jetzt endlich kommen wir zum Euro. Wie hast du ihn am Anfang ausgesprochen? Der Euro heißt im Spanischen richtig Euro. Euro. E und U werden getrennt voneinander ausgesprochen. Es gibt kein Verschmelzen im Spanischen zu Oi. Wir sagen Euro, die Spanier sagen Euro. Euro.
Perfecto. Wenn du alle spanischen Buchstaben lernen möchtest, wie spricht man sie aus? Wenn du die Silbenbetonung im Spanischen lernen möchtest, wenn du das rollende R im Spanischen lernen möchtest und wenn du von deiner Aussprache gerne regelmäßig eine Korrektur haben möchtest, die in dein E-Mail-Postfach flattert, dann ist die Akademie perfekt für dich. Wir starten am 15.04. Wenn du auf der Warteliste stehst, kannst du schon ein paar Tage früher starten, bekommst von mir noch eine Übersicht über alle spanischen Zeitformen geschenkt und du wirst mit mir in der Vamos Akademie die komplette spanische Grammatik von A bis Z einmal durchlernen können mit Übersichten, Videos, mit Übungsaufgaben, mit Vokabellisten, ein Rundumpaket für dein Spanisch. Wenn du das erhalten möchtest, wenn du diesen kurzen Zeitraum der Anmeldung nicht verpassen möchtest, schreib dich sehr gerne auf die Warteliste. Hier ist unverbindlich und kostenlos und dann bekommst du Bescheid, wenn es losgeht. Ich freue mich auf dich. Gracias por escuchar. Nos vemos.